Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Gemeinderade. Mit dabei haben wir den Boxer, Marschierer, Paul, Simon, Macron, Uwe. Hallo. Hallo. Werner, du fährst falsch. Hallo. Kann das sein? Warum? Weil... Ah ne, doch nicht. Alles klar. Wolltest du mich gerade maximal verwirren? Ja, korrekt. Also, ich hab gedacht, du müsstest da schon links, aber alles gut. Also ich muss mal sagen, das Schlitter hat auch eine geile Rückfahreinrichtung. Hat er eine? Echt jetzt? Echt? Ja. Ja. Ah, ich verdreh mal das Genick hier. Also, wow. Aber Ron, du müsstest den Häcksler auch bedienen können. Ja, ich bin schon dran. Ich fahr ja schon. Ach so. Ja, jetzt müssen wir als Abfahrer echt Stoff geben zu zweit. Ja. Aber Uwe, sein Kleiner ist leider ein bisschen in die Luft gegangen. Ja, also, hat Männchen gemacht. Ach, du wolltest ihn da dran anhängen? Oh. Ich hatte es versucht, ja. Das müsste schon leistungstechnisch schon gar nicht gehen. Man muss sich ein bisschen umdenken mit dem Fahren jetzt. Hui. Ja, Boxer, so wird das nix. Ja, was soll ich denn? Das, ich hab's doch gesagt. Das Frontding muss auf alle Fälle runter. Ja, schieb's doch zur Seite. Was machst du da? So. Ach, Werner. Ja, muss ich ja irgendwie. Mein Ernst. So, warte mal. Also Ron, bei dir läuft das auch definitiv besser mit der Geschwindigkeit. Gell? Ist schon gleich. Dann mach doch einfach weiter, weißt du? Ja, spiel doch mit deiner Stange. Mann! Wow. Okay. Jetzt wird hier aber hart gefightet. Na, man merkt halt einfach nur, dass Ron noch ein paar PS mehr hat. Ist einfach so. Ja, ja. Kann ich das dir auch angucken? Ich bin ja, nein. Ich bin ja auch noch jung, ne? Warte, bevor du ankuppelst, Boxer, sag Bescheid. Ja. Ah! Ich kann den Lümmel auch nehmen hier. Warte, nein! Wow. Es wird immer schlimmer hier, ne? Es wird immer schlimmer auf der Rade. Ich find's schön. Das Niveau ist wieder im Keller und wir sind im zweiten Stock. Geile Sache. Vor allem, ich dachte, wir wollten realistisch spielen. Ja, machen wir. Hä? Machen wir. Wer ist hier mit seiner Stange? Also, Marc sagt realistisch spielen. Marc, wer war denn der die Ballen mit der Hand rumgehoben hat hier? Warte, ich bestimmt nicht. Werner, warte, ich kann die Stange doch nehmen. Warte. Nehme ich dich da auch mit hoch, oder was? Alter, bei dem... Nimmst du die Stange hart? Jetzt? Oh. Ist er dran? Ja. Oh. Wo ist... Wo seid ihr denn? Wieder ab, oder? Vielleicht nicht so schnell. Gute Frage. Du musst das Ding zusammenklappen. Das ist eigentlich nicht wirklich, ja. Ne? Nee, ich würde tatsächlich, ich glaube, eine halbe Bahn kriege ich fast noch mit. Ich würde noch drehen. Ja, Marc? Also, hier läuft die Stange. Sind gleich wieder da. Wohin läuft die denn? Ja, die läuft Boxe hinterher. Voraus, oder? Voraus. Hoffe ich. Ja. Ich glaube, du hast ein bisschen zu wenig Gewicht, Boxe, kann das sein? Vorne? Ja, ich vorne vielleicht das solltest du hinten abhängen. Nee, das geht jetzt nicht. Er pendelt gerade ein bisschen. Ja, weißt du, was geil wäre, wenn wir die benutzen würden, wenn wir beim Silo nicht mehr hochkommen? Ja, kann man ja auch. Geil. Ja, weißt du noch früher das Römergewicht? Ja, kenn ich noch, mit dem Haken. Ja, die macht auch keine Errors, also... Mal kurz den Lümmel einhaken, ne? Hallo! Hi, Witzgrache. Ich muss auch auf das Niveau runter, okay? Meine Güte! Herzlich willkommen, Paul! Herzlich willkommen! Schön, dass du dabei bist! Sonst bin ich so weit oben. Wir fahren gleich rechts, Boxe. Ja, ich mach einen Blinker. Geht das eigentlich, wenn der Motor aus... Ja, geht. Ja, solange die Batterie nicht tot ist, geht's. Haben wir am Hof eine Tankstelle? Weiß Händler. Nein, ihr müsst zum Händler fahren. Also meine... Ich dann auch nochmal vorbei, Paul. Der Tank am Hof... Beim Tanken, oder was? Ja, ich hab auch noch knapp 80 Liter drin. Ich hole ihn ab! Habt ihr denn schon auf euren Traktor drauf? 7. Alter, ich hab 3 und ich hab noch nicht mal ein Drittel weg. Ja. Oh, Warnblinker muss ich. Aber das Gespann passt echt geil zusammen, der 415er vor dem Anhänger. Schon schön. Also ohne Reha-Mod ist das Ballensammeln sehr angenehm. Es ist alles also andere wahrscheinlich auch. Generell sehr angenehm. Ich wechsle. Aber es ist sehr interessant, wie liebevoll ihr die kleinen Heuballen in den Kuhstall platziert habt. Gar nicht. Wie willst du das damit sagen? So total achtlos in die Ecke geworfen. Ich kann nicht tanken. Warte mal.
Das wär's. Ah, er macht automatisch. Nee, ich mach das für dich. Hä? Ja, ich mach das von hier vorne. Ich hab zwei Traktoren links oben bei mir. Achso. Ja, bin ich auch. Wie geil. Alter, also ich finde das schön. Er hält ihm die Stange. Ich muss ihn aber auch wieder zurückfahren, er hat kein Gewicht. Alles fürs Team, was? Fürs Team. Das geht. Was? Alles im Team? Alles fürs Team! Oh, wer da auch wer da kannst du mich zum Feld bringen, ich glaube, das wird nicht. Ich bin nicht dein Opa, weißt du? Wow, wie freundlich. Nee. Du alt bist doch jetzt auch noch nicht. Aber du bist mein Krückstock. Warte mal, wie grob ich jetzt. Ist eine Frechheit, weißt du? Ist eine Frechheit. Hey, das war ein Lob. Das war. Das ist nicht so angekommen. Wie geht denn die Stange jetzt wieder ran da? Das geht echt gut mit dem Häcksel, hätte ich nicht gedacht. Wer hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie das packt? Nein, dass der Traktor das packt, damit hatte ich schon gerechnet, aber das ist so schön. Aber du, Ron. Werner, geh zu deiner Stange. Hoppel dran und wünsch dir was. Ich hab sie gerade in der Hand, Ron. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Realismus und sonst was. Ja, aber das werbefreundlich ist weg. Oh, ich habe ein ganz anderes Problem, okay? Ja. Also ich kann sie nicht mehr ankuppeln, das ist mein Problem. Also weißt du, wie das funktioniert, dass Werner dich zurückbringt? Du musst einfach ganz freundlich fragen, können Sie mich bitte zurückbringen? Das funktioniert. Das ist auch so geil, ne? Immer, weiß ich, warum sieht sich Werner immer die ganze Zeit? Das weiß ich auch es nicht. Ist, also... Vielleicht, weil er älter ist aus Respekt. Danke, also, Paul, auch Minus. Ne? Das war freundlich. Hallo? Kommt immer noch nicht freundlich an. Nee, es kommt durch live. Durch live. Da hat man doch auch gesiezt, ne? Gut, dass Werner so alt ist wie ich. Ja. Boxe, du bist zu stark in diesem Roleplay drin. Du musst das Roleplay ablegen, dann siehst du auch nicht mehr. Ja, aber mich wundert immer, also passiert mir nur bei Werner. Ja, vielleicht liegt es auch da dran, weil du weißt, dass er schon älter aussieht, ne? Ja. Mach weiter, ist kein Problem. Ja, ich steige alle wieder ein. Faszinierend. Würde ich nicht tun. Oh, Marc, da kein Außenseiter. Marc, gibt's noch was zu tun, wenn ist wieder da? Ja, es war noch ein bisschen was. Hab gehört, im Streamteam haben wir schon einen Rentner. Ja. Sag mal, Ron, wie wär's denn mit Feld 25? Kannst du mal weiter häckseln? Du, bin dabei. Ich bin jetzt da vorne in die Flow. Oh, das sieht gut aus, Simon. Ist das noch aktuell mit der Gabel oder? Kostet ein paar hunderttausend. Schläfst du jetzt? Ich kann mich eigentlich nicht auf. Also von der Seite hilft nicht, ne? Nicht so feste, bitte. Was macht ihr denn da? Das klingt auch gut. Ist so fest. Warte mal. Irgendwas sagt noch nicht ins Gesicht, bitte. Boah, jetzt ist so. Das ist auch mal Boden, ey. Nein. FSK 18, du. Jetzt reicht der Keller nicht mehr. Herzlich willkommen. Oh. Nimm ihn quer, hast du mehr. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Wir machen Gymnastik. Ja, du musst aber hier auch mal mithelfen. Ich hab ne Stange. Ja, schön, dass du mit deiner Stange immer. Warte, ich hab's hier mal abgehobelt. Lass ihn genau so passt das, warte. Das ist so falsch, alles. Werner, du hast zu viel Snowrunner gespielt, definitiv. Warum? Da haben wir keine Stange, da haben wir nur ein Seil. Ja, eben. Ich bin ja davor, so eine Seilwinde jetzt einführen hier. Das dauert noch keine Seilwinde zum Schlepper ziehen. Wo willst du mich jetzt ziehen? Ja, noch nicht. Komm, sag ja, wird Zeit. Ach so. Ja. Ha! Durch die Stange gelöst, weißt du? Ich fühle mich schon ein bisschen beschäftigt, ne? Keine Ordnung. Eigentlich wollte ich eine andere Schaufel mir nehmen, aber... Jetzt hat er die Stange dabei. Das ist nicht besser. Oh. Irgendwann, ne, werde ich die alle mal die Stange brauchen. Die Wette nehme ich an. So, Werner, kommst du dann auch mit abfahren? Braucht ihr mich noch? Ja, klar. Wegen der Stange. Nö, ich glaube, oder? Bitte ohne Stange. Ich bin jetzt gerade erst am Hof losgefahren, weil ich Simon gerade geholfen habe. Ah, versucht. Okay. Habt ihr noch einen Anhänger am Feld stehen? Ja. Okay. Ja. Den dicken von Ron. Die
So viel dicker ist er gar nicht. Wer weiß denn du das? Viel zu viele Bilder bekommen. Oh, hat er schon gesehen. Ich hab deine Facecam analysiert. Achso. Genau, und da wollte ich dich mal fragen, ne? Ja, frag mich. Du hast ja letztes Mal ein Livestream gemacht. Echt? Ja, ja. Und da hast du gesagt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Und danach ist das Stream noch 2 Stunden weitergelaufen. Ja, stimmt. Was war da los? Das kommt in letzter Zeit öfters vor. Ach so, okay. Das nächste Mal war schneller da als gedacht. Ich glaube, das letzte Mal waren 6,5 Stunden. Und ich glaube, dieses Mal haben wir aber die nicht so lange gemacht. Diesmal haben wir sich echt zusammengerissen. Ah, ja. 5,5. Und gleich voll. Jo, wo ist einer? Wo bleibt Werner? Ich bin unterwegs. Voll. Echt? Voll. Ich stehe. Ich glaube, er ist voll. Fahr vorsichtig, Paul. Vorne steht wieder der Polizist. Vorne steht der Polizist mit der Stange und lässt blasen. Wow. Okay. Jetzt ist er auch vorbei. Ihr seid aber auch leicht zu unterhalten, du. Meine Güte. Uwe, du musst nicht mehr ins Feld fahren, ne? Wenn Werner kommt. Wir brauchen nur noch einen Anhänger. Oh nein, ja, ehrlich du, jetzt? Ich bin ja vor ihm. Ihr seid aber jetzt keine Vertreter von Kornhub, ne? Nein. Ich stell's mir gerade vor. Ich hab Korn gesagt. Noch. Noch? Werner, du kannst den Anhänger mit nach Hause nehmen. Mach ich. Passt bei mir eh viel besser ran. Ah, lustig. Nee, das krieg ich nicht alles in einen Anhänger. Aber das ist noch eine Bahn. Anderthalb Bahn. Ich bleib hier, ist kein Problem. Bei mir sieht das noch aus wie 3. Ganz außen sind wir einmal schon durchgefahren, das synchronisiert nur scheiße. Ah, okay. Lalala. Dann hab ich nichts gesagt. Schönen Hänger hast du dran, Werner. Schönen Hänger. Anhänger. Du hast mich noch gar nicht sehen können, weißt du? Doch, ich sehe dich doch. Ich fahr doch rückwärts. Es ist gar nicht so einfach. Wieso hast du den Anhänger vorne drin? Nein, Werner hat den Anhänger dran. Oh, maximal verwirrt. Ja, aber alle. Das liegt an der Stange, eindeutig. Heieiei. Das ist schon die Donnerstagsfolge? Ich weiß gar nicht. Hm. Marc? Wer hat denn jetzt hier so gestöhnt? Marc war das. Bitte? Was los? Och, alle Scheiße. Ah, okay. Ey, wir sind noch im Dream Team hier. Bist du ja genau richtig bei uns. Deswegen bin ich ja bei dir. Ja, siehste. Können wir jetzt weiterpacken? Maschira, ich komme. Maschira hat auch einen sehr entspannten Job da heute. Ja, doch. Oh, wie soll ich da durchkommen? Maschira weiß auch den Eicher zu schätzen, weißt du? Der macht alles mit dem. Ja. Steht ihm gut. Ja. Auf 7 fährt über Silo, okay. Warum nimmst du jetzt nur noch... Ja, er gibt ja dauernd Geld aus. Nee, ich hab versucht, eine gerade Bahn zu machen. Achso, okay. Ich komm nicht zu meinem Trecker. Ja, wir haben fast 500.000 Liter. Das Projekt ist noch jung. Was? An Feld 30 können 2 Gruber abgeholt werden. Oh, das schaffe ich nicht. Ja. Ich komm gleich mal hoch. Haben wir nicht einen Tieflader? Wir haben einen Hochlader. Naja. Sorry, diesmal gab's einen Häufler am Ende. Einen Hochstapler haben wir ja. Ja, das auch. Was hätten wir denn gerne hier auf dem Feld? Irgendwas, was denn schon gibt. Rapsvorn. Mais. Was denn du? Ron? Kartoffeln! Ja? Du hast da gar keine Rückfahreinrichtung. Das sag ich doch, ich vertrete das. Hab ich doch gesagt, aber es wäre eigentlich cool, wenn er das hätte. Ja. Weil du hast hier nach hinten Platz. Irgendwo mein Gewicht. Du kannst ja mal kurz fahren, wenn du magst. Nee. Bei mir gibt's noch eins. Meinst du, die haben ich hab ja das Frontdreieck, da gibt's eigentlich ein separates Gewicht. Dann siehst du mal den Unterschied. Hier, links neben mir. Da steht das. Was willst du boxen? Du machst Dreieck hab ich schon. Brauchen wir das Gewicht dazu. Du auch. Seid doch mal ruhig, boxen. Welches Gewicht ist denn das, Paul? Rap! Gut. Alles klar, grüße. Boxe? Geht doch. Ja. Warum schreist du so? Alles gut, ich werde das so schaden. Hat er gerade mein Ticket. Es gibt aber einen Ingame-Text. Chat, weißt du? Hättest du eine SMS schicken können? Ja. Rolle deine SMS. Ja, warte, ich schreibe mir meine Nummer rein. Aber die richtige, ne? 0800 leckt mich am Arsch oder was? Oh, leck. Also, Paul übertreibt heute ein bisschen, muss ich mal sagen. Ja, Paul ist wieder wild heute, du. Wer hat die Scheiße angefangen? Ich glaube, das macht die Stange. Ja, ich glaube auch. Ja. Besser, wir lassen Paul nicht an die Stange ran.
Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bye, bye. Tschüssi. Das-